So viel als Eingangsbestätigung. Das Paket ist so fett, dass es gar nicht hier ins Bild passt. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr nicht die letzte Zeit hinterm Mond gelebt habt, beziehungsweise auch fleißig meinen Blog lest, bei Facebook reinguckt und bei YouTube reinguckt, dass ich da auch ein Feinschmecker bin. Zuletzt wieder von einem angehenden Sternekoch bekocht worden. Sex im Mund, sage ich da nur. Und das ohne zweideutig zu meinen. Das Essen war grandios. Bla 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 bla. Jedenfalls, wie ihr wisst, bin ich auch ein Feinschmecker. Unter anderem. Ich mag aber auch Pommesbuden essen. Jedenfalls bin ich, zumindest zum dritten Mal zu sagen, auch ein Feinschmecker. Und aufgrund dessen habe ich jetzt neulich ein nettes Testpaket bekommen. Und zwar mit, wie man hier schon sieht, Produkten aus Italien, speziell aus der Piemont. Ich habe ein Testpaket bekommen. Ich wollte euch nur mal die Produkte zeigen, weil ich die ziemlich auch sexy finde. Ich habe ein Paket bekommen von Dolce Piemonte, die mir beziehungsweise in diesem Paket waren einige Spezialitäten aus der Piemont, die ich euch jetzt hier einfach mal zeigen wollte, beziehungsweise ich meine Begeisterung teilen möchte, A, um Content für YouTube zu liefern, B, um euch auch etwas auf Feinkost abzustimmen, denn ich muss euch ehrlich sagen, ich habe früher, als ich noch so ein bisschen jünger war und noch döver, immer gedacht, komm, Sterne essen, so weiter, alles Schwachsinn. Prinzipiell bin ich manchmal noch etwas dieser Meinung, ja, aber es gibt Ausnahmen. Denn ab und zu, wenn man wirklich viel Geld für Essen lässt, ist es wirklich fantastisch. Also ich hätte selber nicht gedacht, aber ich wurde einmal von Heinz Beck gehen, könnt ihr gerne mal googeln, bekocht. Es war fantastisch. Und jetzt neulich war ich auch irgendwie auf einer Veröffentlichung von Dortmund geht aus, einem Magazin, da wurde ich auch von einem angehenden Sternekoch und anderen Köchen bekocht und es war fantastisch. Also, ne, deswegen will ich sagen, ja, ein Döner schmeckt geil für 3 Euro, ohne Scheiß, ist richtig lecker, aber manche Sachen, wenn man mal mehr bezahlt, die vergisst man nicht mehr. Das ist wirklich so und deswegen, bla bla bla, will ich euch nur sagen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, wirklich auch ein bisschen mehr Geld auszugeben, probiert es mal aus, es kann manchmal wirklich sehr gut sein. Ob diese Sachen hier gut sind, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert. Ich wollte es euch nur mal zeigen, bevor ich hier alles auffresse. Und zwar haben wir hier Riso Carnaroli. Interessant für Leute, die Risotto machen wollen. Das ist der Originalreis, mit dem man Risotto macht. Kommt jetzt hier auch Italien. Ist in so einem netten Säckchen drin. Italienisch kann ich nicht. Hier steht ein Rezept für Risotto drauf. Das kriege ich aber auch selber so noch hin. Wobei, hier steht drauf, unter Schutzatmosphäre verpackt. Und aus Italien. Ich glaube nicht, dass der Reis aus... Wächst in Italien eigentlich Reis? Ich behaupte mal, nein, oder? Wie ist das mit Risotto-Reis? Wer weiß es? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann habe ich mir noch bestellt, worauf ich mich besonders... worauf ich mich besonders freue, sind diese eingelegten Kastanien in Zuckersirup. Ja, Zuckerschock pur. Aber Kastanien, Esskastanien, ist ja wohl mal sehr, sehr geil. Da bin ich sehr gespannt drauf. Apfelchips, ja, kann man machen. Ob die jetzt aus Italien kommen müssen, naja, also ich behaupte mal nein. Wohingegen halt Kastanien. Und jetzt kommt eine besonders geile Sache. Dieser Choco Art im Sinne von Kunst. Dieser Nusscreme-Aufstrich mit, jetzt kommt das Interessante, die da wirklich gelten als die besten, mit 50% Haselnüssen, das muss man auch erstmal finden, aber mit Piemont-Haselnüssen, wie hier drauf steht. Nocciole Piemonte IGP. IGP ist diesen geschützten Ursprung, mindestens 50%. Das sind wirklich, da könnt ihr auch googeln, de facto die besten Haselnüsse. Also hier so eine Art Nutella-Aufstrich daraus. Morgens für aufs Brötchen oder einfach um dann mal den Finger rein und abschlecken, kann man auch machen. Und das, was ich persönlich aber am allergeilsten finde, Tomini al Tartufo. Tomini ist ein italienischer Käse und al Tartufo heißt mit Trüffeln. So, man sieht es hier schon drin. Hier sind Sommertrüffelscheiben drin. Leider auch Aroma, aber wer mal, ich sag mal, Produkte gekauft hat, wo Aromen drin sind und dann sich ein Produkt kauft, was es nicht unbedingt weißer Trüffel ist, sondern nur normaler Sommertrüffel ohne Aroma, der weiß, dass normaler Trüffel so mild ist, dass man fast schon enttäuscht ist, wenn man echten Sommertrüffel hat, so dass man manchmal über ein bisschen Aroma hinwegsehen kann. Oder man muss sich eben weißen Albertrüffel kaufen, aber den könnt ihr euch wahrscheinlich nicht leisten und ich mir auch nicht. Den können wir uns alle nicht leisten, außer die ganz reichen Leute. Das Ding will ich jetzt übrigens mal live
vor der Kamera aufmachen. Das ist nur ziemlich ölig. Von daher muss ich das, wenn ich damit gleich rumpansche, aufpassen, dass ich nicht mein Telefon antatsche. Das gibt es dann gleich mit ein bisschen Brot als Mittagessen. Da muss ich erstmal nur etwas aufräumen. Irgendwo hatte ich eigentlich auch ein Schneidebrett hingetan, aber irgendwie ist das jetzt wieder futsch. Ach, da ist es. So, da ist es. Dieser Tomini Alter Tofu, wie gesagt, das ist irgendwie so eine Art, ich kenne, weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was Tomini genau ist. Sieht für mich aus wie so ein bisschen Schafskäse. Der ist jedenfalls in Olivenöl, glaube ich. Ich soll ihn danach im Kühlschrank aufpacken, aufbewahren. Wo steht es denn hier? Tuma. Das ist irgendwie wahrscheinlich dieser Käse. Olivenöl, Tofu 1% und Aroma. Tuba Estivum, das ist, glaube ich, der Sommertrüffel. Deutsche Piemonte. Leckere Piemont oder irgendwas. Übrigens gibt es angeblich gar keine Piemontkirschen. Das wusste ich gar nicht, dass es gar keine eigene Art ist. Naja, gut. Oh, zisch und klack. Aha, boah, hat echt so schon so eine geile Käse-Trüffel-Aroma, der einem da entgegenkommt. Weniger trüffelig, mehr käsig, aber irgendwie auch ölig. Jetzt gucken wir mal, dass ich hier so ein bisschen rumpansche. Mal hier so ein Ding da rausfische. Ja, der scheint recht weich zu sein. Interessant. Das müsste ich natürlich eigentlich irgendwie so eine geile Trüffelscheibe auch haben. Aber die sind, glaube ich, eh mehr Deko. Ich glaube nicht, dass die so intensiv selber schmecken. Tun sie nämlich nicht. Ich habe mir schon mal echt einen Trüffel gekauft und war ziemlich enttäuscht. Danach habe ich mir nur Sachen mit Aromen gekauft. Jetzt wollen wir einfach mal probieren, wie hier dieser Tomini mit Trüffel schmeckt. Mit dem guten Brötchenmesser. Ich empfehle euch übrigens sehr solche Brötchenmesser. Man kann mit nichts besser Brötchen schneiden, wobei die hier schon ein bisschen stumpf sind. Wie macht man das jetzt am besten? Vielleicht so ein dünnes Scheibchen und dann einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen oder irgendwie so? Oh. Doch erstaunlich trocken. Also eher so ein heiterer Käse, meine ich. Nicht so wie ein Weichkäse, wie ein Schafskäse, sondern eher so eine Mischung zwischen Parmesan und einem Weichkäse. Deutliches Trüffelaroma. Würzig, so mürb. So ein bisschen trocken, aber oh, jetzt, da ist der Trüffel noch mit drin. Gut, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Honig drauf. Dazu ein frisches Baguette. Und wir sind happy, würde ich sagen, oder? Also, wenn ihr euch mal was gönnen wollt, schaut da vielleicht mal rein. Oder guckt doch einfach so im Supermarkt, wenn ihr irgendwo mal Trüffelkäse findet. Ich sage euch, kann man machen. Gönnt euch ab und zu mal was, aber vergesst nicht die Basics. Geht bitte auch zur Pommesbude und holt euch Pommes mit Ketchup, Mayo und einer richtig fettigen Currywurst. Vor allem, wenn ihr im Ruhrpott wohnt. Denn das ist die wahre Kunst der Region. Und der wahre Genuss der Region, wollte ich eigentlich sagen. Nichtsdestotrotz, Feinkost auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Da kann man wenigstens mitreden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.